Tja, meine Damen und Herren, es musste irgendwann soweit sein. Wir widmen uns jetzt live in Texas. Und da wir schon so viele Songs aus Hybrid Theory durchhaben, dachte ich mir, wir machen einfach noch den Rest. Deswegen By Myself von Linkin Park. Geiler Song. Und wir gucken jetzt einfach mal in die Live-Version rein. Oh, das ist wirklich wholesome, ne? Diese schöne Gitarre und wie sie sich alle umarmen. Das ist wirklich, das beruhigt mein Gemüt. Generell ein unfassbar schönes Intro mit dieser Gitarre. Ach, diese Drums, richtig, richtig geil. Diese dum-dum-dum-dum-dum. Na, nur ein bisschen softer. Das ist ja fast schon eine Akustikversion von By Myself, die unfassbar krass wäre, wenn die jemals gekommen wäre. Johan natürlich cool wie eh und je. Wie Chester das eigentlich hinkriegt, den Ton noch zu treffen, während er hier über die Bühne läuft. Do I hide my pride behind these mad dreams and give in to sad thoughts that are maddening? Do I let it go and try to stand it? Es geht ja in dem Song viel um Vertrauen. Dass wenn du jemandem vertraust, musst du immer Angst haben, das Vertrauen wird missbraucht. Alle Geheimnisse, die der Person verrätst, könnten die ausplaudern. Es ist schon sehr angelehnt darauf, das Risiko eingehen und verletzt zu werden oder für immer alleine zu sterben, ne, was auch dann irgendwann in der Textzeile vorkommt. Do I try to catch them red-handed? Do I trust some and get fooled by phoniness? Or do I trust nobody and live in loneliness? Because I can't hold on when I'm stretched so thin. I make the right moves, but I'm lost. Within, I put on my daily facade, but then I just end up getting hurt again from myself. My shit. I ask why. Jetzt mal die Frage an euch, habt ihr Trust-Issues, also habt ihr Vertrauensprobleme? Also wenn man die Menschen kennt, muss man sagen, wer hat sie nicht? Es ist generell schön, ich muss auch sagen, ne, die Tonart, also der Stimmeinsatz von Chester, ne, der überzeugt mich hier nicht so ganz. Ne, ich lobe ja immer alles, irgendwie ist es immer irgendwie alles geil und ich will auch nicht negativ sein oder so, aber hier bin ich hier nicht ganz überzeugt, muss ich sagen. Und ich meine gar nicht den Chorus, ne, die Hook, den Refrain, den er singt, sondern davor, also da fand ich, dass das Schreien hat mich nicht so abgeholt. I can't hold on to what I want when I'm stuck so thin. It's a
da kriege ich wieder Gänsehaut. Wie er das betont, wie er das singt, das ist wirklich krass. If I hide my pride and let it all go on, then they'll take from me till everything is gone. If I let it go, I'll be outdone. But if I try to catch up, I'll be outrun. If I'm killed by the questions like a cancer, then I'll be buried in the silence of the answer. Buried in the silence of the answer. Also wer das geschrieben hat, ne, der sollte irgendwas kriegen. I'll be outrun. If I'm killed by the questions like a cancer, then I'll be buried in the silence of the answer. Was war hier? War hier eine Zeitlupe oder was? Ach, dieses Riff. Dieses Riff ist wirklich krass. Ist so geil gespielt. Also am Out of Touch, also irgendwie diese Zeile catcht mich. Komischerweise, also das ist wirklich so, das berührt mich, ne? Out of Touch. Ich glaube, jeder hat das schon mal gehabt, ne? Es fühlt sich irgendwie alles so Out of Touch an. Wunderschön. Und auch die Gitarre spielt jetzt in den gleichen Rhythmus wie die Drums, ne? Diese du. Jetzt nur mit Gitarre und vorhin war es das Schlagzeug. Richtig gut. Das ist krass, ne? Das ist, wow, das growlt. Ich glaube, da hat Chester wirklich die Zeit seines Lebens. Das ist wirklich Schmackofatz, wie er hier sich die Seele aus dem Leib schreit. Ich liebe es. Wie kann man denn so growlen, schreien und dann einfach das so clean weitersingen von einer Sekunde auf die andere? Das ist wirklich, das ist Überbrett. Was ist denn hier mit dem Bild eigentlich los? Das hängt hier ständig. Geil, geiler Ton, um das zu beenden. By Myself, ich muss sagen, ne, auch ein Song, der irgendwie immer so unterm Radar ist. Je öfter man ihn hört, umso geiler wird er. Also ich habe da, glaube ich, ich habe den letztens ein paar Mal gehört, so unter der Dusche. Und je öfter du den hörst, ne, umso besser wird er, umso mehr kommst du in diesen Groove rein. Unfassbar gut. Gefällt mir wirklich sehr. Und ich muss auch sagen, ne, Hybrid Theory, wenn du es mal wieder hörst, ne, in 2024, ganz egal. Es ist ein Album, das wird einfach immer besser. Also das altert auch richtig gut. Ich hoffe, ihr hattet ein klein bisschen Spaß. Ne, vielleicht habt ihr By Myself wiederentdeckt. Ne, man hört ja nicht immer irgendwie diese Songs. Und falls ja, schreibt es mir rein. Wie findet ihr den Song? Geil, nicht geil, ne? Vielleicht nur so mittelmäßig. Lasst mich wissen. Ich lese das wirklich gerne. Deswegen macht's mal gut, meine Freunde. Peace!